Wir wollen nun ein paar Übungen machen, die die Kinder ganz einfach und schnell auf dem Akkordeon umsetzen können. Beim Akkordeon brauchen wir unbedingt den Balg. Der muss geöffnet und geschlossen werden, damit überhaupt ein Ton erzeugt wird. Und da können wir, damit die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert, die ganz einfache Übung machen. Den Daumen der linken Hand auf den Luftknopf legen und dann einfach mal den Balg hin und her bewegen. Damit die Kinder das Instrument kennenlernen, übertragen wir Dinge, die die Kinder kennen, aufs Instrument. Beispiel hier die Ziegen, die hin und her springen. Damit die Kinder ein Gefühl dafür bekommen, wo sich beim Akkordeon die dunkleren, also tieferen Töne befinden auf der Diskantseite und wo sich die helleren, höheren Töne befinden, können wir das Spiel mit dem Aufzug machen. Der Aufzug fährt von unten nach oben, also von den dunkleren zu den helleren Tönen. Und dann wieder zurück von den helleren zu den dunkleren Tönen, nach unten. Um die Dynamik auf dem Akkordeon zu erlernen und auch dosieren zu lernen, eignet sich die Übung mit dem Flugzeug. Dazu drücken wir eine beliebige Taste auf der Diskantseite, den Balg ziehen wir erst langsam auf und dann etwas mehr, etwas stärker und dann wieder weniger. Um auf der Bassseite noch ein paar ganz dunkle Töne zu spielen, können wir ein Schiffshorn nachmachen. Dazu drücken wir zwei oder drei beliebige Bassknöpfe nach unten.